Freitag, 7. Januar, 2022, 22:46 Uhr, jetzt gerade 47 geworden, Windows 7 Internetzeit. Wir hoffen auf Gäste. Ich mache 10 Minuten Schreibarbeit, guck schon mal auf mein Handy. Wenn ich zum Öffnen kriege. Dann schreibe ich mal einen Test. Das müsste jetzt auch relativ anzeigen können. Ja, kam an. Ah, mein Chat funktioniert. So schön. Minecraft ist schon gestartet, das muss ich ja mal vorher machen. Sonst kackt's RAM ab. Und da wir jetzt auf ein Wochenende zugehen, könnten jetzt noch Leute wach sein, die in der Woche jetzt vielleicht schlafen? Ich kann mir mein Handy machen. Könnte ich höre mich auf meinem Handy selber reden, was ich sehr, sehr spannend finde. So. So. Und so meine eigene Tastatur aus Handy zu haben. Ja, diese mechanische Tastatur, ja, verboten, abgeschafft. Verbrannt, die vierte halt vergiftet. Ja. So. Gerade mein Handy macht Geräusche. Da war es mein Heizungsrohr. Kam aus derselben Richtung. Bin mich gerade total verwirrt und irritiert. Mein Heizungsrohr.
Zahl. In 2 Minuten geht's mit dem Spiel los, da freuen wir uns alle schon tierisch drauf. Ja. Jetzt fange ich auch schon mit Spielen an. Hey, da ist, wir haben Zuschauer. Tienchen und Snowder. Ich wollte gerade mit dem Spiel starten. So. Hi, Tienchen. Ja, Tienchen, auch mal wieder existent. Auch du wurdest vermisst beim großen Silvester-Glückskeks-Spenden-Gala. Sehr viele Leute kommen jetzt nach und nach, die bei Silvester-Glückskeks-Gala nicht dabei waren. Hallo, hallo. So, jetzt muss ich mal gucken, ob übrigens unten Minecraft steht und hatte keine Zeit. Ja, das sagen sie alle. Wie ihre Standardausrede. Ich habe nie Zeit zum Streamen und so. 4 Monate, auf den Tag genau, habe ich nicht gestreamt. By the way, 4 Monate. Das bedeutet nichts Geringeres, als ihr müsst jetzt 4 Monate Smiley-Kauf nachholen. Bei dir alles gut oder bei mir alles gut, das ist eine Frage. Also mir geht's ganz okay. Hatte gestern einen etwas anstrengenden Tag, der auch wunderschön war. Und ansonsten geht's mir ganz gut, ja. So. Oh ja, Real Life, ganz schlimm. Ganz schlimmes Zeug, immer dieses Real Life. Gott, braucht er lange, bis er den Browser eröffnet. Ja, ich hoffe mal jetzt, ob alle Einstellungen in Twitch richtig sind für mich. So. Und da Minecraft mittlerweile 16 GB vollknallt, ist mein Rechner so unvorstellbar langsam. Ich hätte zwar Bock auf noch einen weiteren, Mod, aber vom RAM her nicht. Von der technischen Sache hätte ich noch Bock. Genau, es steht Minecraft drin und Minecraft Raute 191. Hatte ich 4 Monate von Streamen, das ist richtig. Das unfassbar anstrengende Real Life, ich kam auf kein Energielevel mehr, um das zu können oder zu wollen. Ja. Auch jetzt ist mein Energielevel nicht besonders hoch, aber doch deutlich höher als im November. Vor allen Dingen im November hatte ich ein unfassbares Tief. Im Sommer war ich deprimiert, Ende August, weil ich wochenlang keine Zuschauer hatte, den ganzen August. 0 Zuschauer. Und dann hatte sich da auch mal Schnauze voll, dann habe ich es gelassen. Und dann wollte ich im November wieder groß durchstarten.
Da hat es dann zeitlich nicht gepasst. Und ich war dann extrem energietief. Aber im November war es tatsächlich zeitlich nochmal nicht machbar. Und dann ist es dann doch der 31. Dezember geworden. Und so habe ich dann vom 31. August bis 31. Dezember nicht mehr gestreamt auf den Tag genau. Das soll man schon mal nachmachen. War zwar purer Zufall, aber oh Gott, bin ich müde. Und auch heute bin ich sehr, sehr müde, aber zum Streamen reicht's, da ich jetzt einfacher streamen kann. Ich brauche jetzt keinen zweiten Monitor und keinen zweiten PC mehr für Chat. Und das tut mir unglaublich gut. So. Oh, ich habe Flüsternachrichten. Ach, das war ja Uldiki, der hat mir noch Zeug geschickt. Moment mal, Cedric hat mich angeschrieben. Ja, Cedric. Cedric, wir wissen, wann ich wach bin wegen Minecraft. Gut, jetzt klatsche ich den Browser rüber. Das Spiel klatsche ich jetzt hoch. Jetzt müsstet ihr es sehen. Ich bin aktuell ein bisschen Minecraft-süchtiger als 7 Days süchtiger, auch wenn 7 Days das einzige Spiel ist, was es gibt und was existiert. Nur leider fehlt in 7 Days noch das Wesentlichste. Ein Stargate. Es kann nicht sein, dass es Stargates für 7 Days gibt, hat das nicht mal irgendwer gepatcht. Weil das ist jetzt essentiell. Du kannst ja 7 Days nicht spielen ohne Stargate. Was soll denn das? Generell sollte es keine Spiele mehr geben, wo Stargates fehlen. Stargates einbauen. Einfach so. Was schön ist. Ach ja. Sicher. Ja, ein bisschen was verschwinden. Jetzt müsst ihr das Spiel sehen können. Was? War gestern auf Server und hat mit Snowy Nitrat und Kohle gebuddelt. Okay. Und Snowy schreibt, wie. Warum er das schreibt, das weiß ja niemand. Stimmt, weil Stargates hier. So. Naja. Ja, ich wie gerne. So. Ich muss mich mal höher positionieren. Ich hoffe, ich bin noch in der Kamera drin. So. Und ich habe schon ordentlich was geleistet in Minecraft. Für Galaxy. Ja, ich muss Minecraft immer leiser machen. Minecraft ist immer sehr laut. Sachen, wenn Minecraft zu laut für euch ist. Und das ist der ganze Galaxy-Kram, was ich schon gebastelt habe. Ich fuchs mich da langsam rein. Aber Snow und ich könnten nochmal Mimi machen. Das, Zinn und Stahl fast dieselbe Farbe haben. Das ist nuancebläulich, aber wenn man ganz genau hinguckt, Zinn. Aber, schön ist anders. Also ich habe mehrere Rezepte nicht kapiert und falsch gemacht. Weil ich immer Stahlplatten mit verwechsel. Ich dachte, das wäre immer alles Stahl. Bis ich gerafft habe, dass es Zinnplatten sind, die genauso aussehen. Also da würde ich die Texturen mal ein bisschen anders abheben. Zinn wird ja überall ins Weiß dargestellt, aber dass das ja so bläulich ist. Das Bläuliche hätte ich eher Stahl gemacht. Das Gräuliche wird ganz anderen Medium, vielleicht Titan oder so. Aber dass die so ähnlich sind, Zinn und Stahl, das ist übel, um die Rezepte zu begreifen. Das war echt übel für mich. Zieh lieber ein T-Shirt an. Wenn Decke wegfällt, gibt's Ärger mit Twitch. Ach, glaube ich nicht. Das ist ein nackter Männeroberkörper, weil Twitch Ärger gibt. Und wenn, ja, dann ist es halt so. Ich habe keine Probleme mit Ärger, wenn andere Ärger machen wollen. Ich mache den einfach nicht mit. So. Außerdem bringt das immer coole Trash, wenn ich halbnackt sitze.
Außerdem trage ich per se keine Kleidung. Ob ich stream oder nicht. Nur Arbeit. Ja. Übung drin im Deckel fest. Kannst du mir glauben? Genau. Zuletzt habe ich letztens Drehabend habe ich aus einer Eisentruhe eine Diamantentruhe gemacht, damit endlich mal ordentlich was reinpasst. Des Weiteren habe ich im letzten Stream hier Windräder nachgebaut. Und hier Windräder nachgebaut, Tausende, weil die sich immer so schnell verbrauchen. Und zwei Carbon-Windräder schaffen in so ein, zwei Tagen auch eine ganze Batterie voll. Also dieses MFSU hier, randvoll durch Windräder, nicht schlecht, Herr Specht. Gut, aktuell kein Wind, das ist auch nicht wichtig. Stimmt was nicht. Hier war jemand. Dieses Ding hier hat jemand gemeißelt und das war nicht ich. Weil mein Windrad ist hier hinten offen. Offen gewesen. Ich habe nur Seite zugemacht. Und derjenige hat sich um ein Bit vermeißelt. Was schade ist. Hätte man so lassen können. Das war bestimmt Cedric, der bei mir nachgeguckt hat. Ich habe ja bei Cedric aus Versehen seine Meiselei abgerissen und ihm das dann geschrieben. Gar nicht so übel. Aber weiß jemand, wie ich da diesen einzelnen Bit wieder reinkriege? Geste, Nippel sind verboten. Okay. Traurig, wenn Männer und Nippel schon verboten sind. Ja. Ich gehe nicht nackt einkaufen, ich gehe gar nicht einkaufen. Ich bestelle seit 2 Jahren nur noch im Internet oder lasse einkaufen. Leider, leider, leider ziehe ich ab und an Kleidung an, wenn ich rausgehe. Das sind so zwei Kleidungsstücke sind das. Wenn es nicht kalt draußen ist, ziehe ich nur einen Pullover und eine Jogginghose an und dann Badelatschen nehme ich raus. Das reicht. Schlimm genug, dass man diese zwei Kleidungsstücke dann irgendwann wieder waschen muss. Kann mir jemand sagen, wie man ein einzelnes Bit reinsetzt wieder? Bin ich zu faul, den ganzen Stein nochmal zu meißeln, wenn der hier schon schön gemeißelt wurde? Die Idee, das so zu machen, bin ich selber gar nicht gekommen. Auf jeden Fall sehr interessant. Brauche ich ein einzelnes Bit, das war zu 99,99% der Trick. Da fehlt leider ein Bit. Ja, wo war ich stehen geblieben? Kleidungsstücke. Im Winter ist mir manchmal sehr kalt. Dann kann passieren, dass ich noch Strümpfe anziehe. Das vermeide ich ja. Extrem Strümpfe, weil die sind am schwersten zu waschen, aufzuhängen und zusammenzurollen. Das ist alles Lebenszeit und Energie, das kann sich auch keiner vorstellen. Und wenn mir richtig kalt ist, ziehe ich dann noch ein T-Shirt und noch ein Pullover. Aber das war's. Meistens muss ich nur die Strecke von der Haustür zum Auto schaffen. Dann wird kräftig geheizt im Auto und dann ist gut. Also auch im Winter sehr wenig Kleidung draußen. In Videos auf YouTube bist du noch einkaufen. Da müsst ihr euch irren. In Videos auf YouTube fahre ich jemanden, der für mich in den Laden hineingeht, einkaufen. Das ist richtig. Es sei denn, ihr seid bei ganz alten Videos, so vor März 2020, wenn ihr von solchen Videos sprecht, da war ich tatsächlich noch einkaufen. Aber jetzt, im März 2022 sind es volle 2 Jahre, die ich keinen Einkaufsladen betreten habe.
Ja. Ja. Gucken wir mal. Ich gucke mal, wie ich selber einen einzelnen Stick setze. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Meißel macht. Aber ansonsten fahre ich immer nur gewisse Personen für mich zum Einkaufen. Diese gewissen Personen gehen dann hinein und ich bleibe draußen. Ja, also wenn ihr mich da im Autokofferraum stehen seht, heißt das nicht unbedingt, dass ich im Laden war. Und dann habe ich dann eben diese Kleidung an, die ich erwähnte. Das war der. Die Kleidung an, die ich erwähnte, und das ist meistens eine Jogginghose und ein Pullover. Vor allem im Sommer ist es dann vielleicht eine Jogginghose und ein T-Shirt. Und das war's. Und dass ich das schon ab und an alle paar Monate mit einer Waschmaschine waschen muss, finde ich schon sehr anstrengend und unangenehm. So. Was haben wir denn hier? Genau, das ist ein Bit, ne? Genau, mach mal ein einzelnes Bit raus. So, wie kriege ich jetzt dieses Bit wieder gesetzt? Alt, verbundene Ebene, gemalte Region, same material. Muss doch irgendwie auch Bit setzen geben. Ach, Herr Kacke. Das solltest du nicht. Ja. Aber was Einkaufen angeht, ihr müsst verstehen, diese Videos, die ich da hochdrehe, das ist auch dann das einzige Mal, dass ich das Haus verlassen habe und einkaufen war. Das ist dann so ein heftiges Ereignis, dass ich es dann fast immer drehe. So, einzelnes Bit. Ebene. Verbundene Ebene. Verbundenes Material. Oh. Das macht sowas. Aha. Also ich weiß, dass man es rückgängig machen kann, ich weiß noch nicht wie. Ich weiß, dass ich jetzt dieses Bit, was ich aufgesammelt habe, irgendwo setzen kann. Da lesen kann ist ein Vorteil. Ich hab doch alles gelesen, oder? Ebene. Verbundene Ebene. Das ist alles nicht gut beschrieben. Dann werde ich wohl doch das allmächtige Internet fragen müssen. Einzelnes Bit stand da. Das ist richtig, das habe ich doch. Wenn ich auf einzelnes Bit gehe, dann kann ich ein einzelnes Bit abbauen. Aber ich will es wieder hinsetzen. Und zwar an einer ganz anderen Stelle. Ich will dieses abgebaute Bit nehmen. Und oben auf mein Dach hinsetzen. Mit einem Linksklick baue ich es ab. Bei einem Rechtsklick passiert ja nichts. Und ich will es halt hinsetzen.
Auf 12 Uhr, ja, ich weiß. Vielleicht andere Maustaste. Habe ich ja gerade probiert. Cedric kann das ja, da kann er mit diesen Bits malen. Aber andere Maustaste passiert nichts. Ich habe da auf meinem Dach einen Fehler im Bit. Ja. Da will ich jetzt ein Bit reinsetzen, weil da eins fehlt. Genau, stellt sich hier davor und macht dann hier einen auch zurück. Nicht nah genug. Ja, das klappt nicht. Ach ja. Ich will hier halt diesen einen Bit reinsetzen. Den, wer auch immer das hier gemeistert hat, außer den rausgeholt hatte. Ich frag mal das allmächtige Internet. Das Internet ist voller Probleme, aber nie die, die ich Da hat nur Schieselblöcke kopiert. Und es gibt so wenig deutsches Zeug, es ist auch so wenig Englisch immer im Internet. Schrecklich. Das muss sich ändern. Das Internet muss komplett deutsch werden. Das ist nicht eine vernünftige Weltsprache kriegt. Das ist so schön Englisch. Schauen wir mal ein Video dazu an. Aktuell ohne Ton. Desktop-Audio so lange aus. Ich könnte das mal aus dem Mikro hören. Ja, aufgesendet. Oder hier diese Leitung aufgesendet. Okay, das sind Leitersender, aber diese Rohre sind aufgesendet gemacht. Die gibt es nicht einfach so. Das ist, oder die Lava ist auch aufgesendet. Der da ist auch aufgesendet. Das heißt, ja, das sind einfach Items, die verfügbar sind, sondern du kannst diese Items Pixel für Pixel erstellen. Und das geht, das zeigen, ich habe das hier bei was Threads installiert. A, weil ich diese Beispiele schon sehe, und B, weil ich ansonsten nochmal so gerade installieren muss, und du machst einfach einen Punkt, weil du das nicht ja, der Mod, von der Marke hat zwei Reiter hier im Creative Mode. Einer ist ein Schild und Bild, und einer ist auch mal, und alle sind gebaut. Und ein Schild und Bild, die Boards, da sind alle von dir erstellten Creation schon drin. Auch zum Beispiel von mir, das schon mal zu hören, wie ich in der Folge gemacht habe, ist hier ein Board eingespannt. Aber das ist für später. Wir fangen erstmal simpel und leicht an. Ganz kurz Zusammenfassung. Was macht Schild und Bild? Mit Schild und Bild kannst du Blöcke pixelweise verlegen, mit Hilfe eines Schild. Das ist
müssen drei oder vier verschiedene Formen erfahren oder stärken. Diamantschüssel, Dolmetschüssel, Eisenschüssel und Steinschüssel. Je nachdem, welches Material ihr habt, umso teurer ist ihr auch herzustellen und umso verschiedene Sachen kannst du dann praktisch herstellen. Oder einfach umso verschiedene eigene Blöcke kannst du abbauen. So ein Schüssel zu kaufen, wo man Stick und dann das Design ist eigentlich, oder einfach so normal Diamant halt, im Wortwechsel noch andere Sachen einfach und dann kannst du ein Ding machen, das ist richtig billig, dafür was du machen kannst. Was kannst du denn machen? Ich habe noch ein paar Blöcke hingestellt, um es mal zu demonstrieren. Wir sehen schon, wenn wir den Schüssel in der Hand haben, sehen wir so ein kleines Feld. Hoffentlich erklärt das, wie man sie widersetzt. Wir können jedes Pixel einzeln ansteuern, von dem Loch zum Beispiel, und wenn wir da mal einen Linkklick drauf machen, können wir das rausklauen. Und das haben wir dann letztendlich in einem Paar, in unserem Falle eigentlich sogar auf einer Brain-Modifizierung, damit wir das lösen. So, genau, und das dann auch jetzt mal, hier wird direkt ins Inventar. Zack, und jetzt sehen wir hier in der Leiste unten, habe ich hier die Bits oder diese Eigenblock-Pixel ins Inventar eingeleitet. Und hier kann ich, worum ich will, woanders auch passiert. Beispiel, wo ich da auch wohne. Dafür brauchen wir die Pixel da. Gut, natürlich jetzt Kohlehammer, so, wieder. Ach, ey. Ich weiß, wie sie jetzt. Ach, ist auch. Ich weiß, das ist eigentlich sehr leicht. Aber selber drauf kommt, bleibt schwer. Aber ich weiß nicht, ob ich es an die Stelle setzt, kriege. Mal gucken. Ich weiß jetzt, wie man ein Bit setzen kann, aber ob ich es exakt an diese Stelle kriege, weiß ich nicht. Den doch nicht. So. So. Und zwar nimmt man dieses einzelne Bit und versucht es wie einen Block zu setzen. So. Aber nicht, ob ich auch da in die Mitte eines Steines hineinlege. Das auch geht. Ja, das hat er schon mal davor ersetzt. Das ging schon mal nicht ganz so gut. Wenn es doch mal nicht alle 11 Sekunden in Minecraft regnen würde. So, setz mal dieses einzelne Bit drin da. Ha! Es geht! Das! Und ich dachte, man bräuchte einen Meißel dazu. Man hat zu kompliziert gedacht. Man dachte, es ist schwieriger. Ja. Man muss sich setzen wie Blöcke. Himmel, Herrgott, war das schwer. Ein schönes Video, was der gemacht hat. Das ist empfehlenswert. Ja. So, jetzt habe ich wahrscheinlich Cedrics Werk, was es war, ein bisschen verbessert. Ah, geil, ich kann einzelne Bits setzen. Das ist visuell betrachtet, das ist zwar ein ganzer Block, aber technisch betrachtet ist ein einzelnes Bit drin, das ich jetzt tatsächlich wieder theoretisch rausmeißeln könnte. Da ist ja auch noch Zombies. Au, wow. Ich muss mir ein bisschen was noch an meiner Hose basteln. So. Damit ich mein Handy höher gelegt kriege. Geh schlafen. Wer, ich? Das klang wie ein Befehl, geh schlafen, oder du gehst wahrscheinlich schlafen. Aber ist es nicht viel zu früh? Ach nee, da war ja was, du hattest ja fixe Schlafzeiten. Gruselig. Fixe Schlafzeiten. Ach, ich soll schlafen in Minecraft. Ah, verstehe. Ja, das ist ja das. Du musst alle 11 Sekunden immer gehen. Gefühlt. So bin ich jetzt hier raus hier. Schade, dass nicht beide Türen mit einem Computer auf so machen gehen.
Vielleicht geht's. Ich weiß noch nicht wie. Wir haben beide Türen mit einem Computer anstrahlt. So, jetzt muss das Ding weg. Moment mal. Du schlafen in Minecraft dann auch kein Regen, Kapische? Das weiß ich. Aber das Ding ist, dass das Jenseits von Gut und Böse ist, wie oft ich da schlafen muss. Du musst ja alle 11 Sekunden das Bett aufbauen. Und das ist sehr nervig. Kann man die Nacht nicht terminieren in Minecraft für alle Zeiten? Braucht kein Mensch. So. So. Und so. 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 Und so. Ah, das gefällt mir, wie ich das da hab. Den Rucksack hier drin lassen, da wird er nicht immer verruckt. Das ist wirklich das Wichtigste. Es gibt hier ja nichts Wichtigeres als eine Fernbedienung. Setzen wir uns mal hin. Alf. Sehr schön. Und Yoda, hey, hey, Motherfucker, ich bin Yoda in the house, bitch. So. Dann haben wir natürlich das Universum, das gesamte Universum in Nutella. So sehe ich das übrigens auch. Für mich existiert auch das gesamte Universum in Nutella-Glas. Oh, besonders witzig habe ich festgestellt, wenn ich mir mein eigenes Video nachträglich in doppelter Geschwindigkeit anschaue, wie schnell dann Alf das mit der Uhr macht. So, ja, ich habe meinen Rucksack. Wunderbar. Alf, ja. Alf Bester. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich war dabei, für Galaxy Craft was zu basteln. Das ist ja alles noch Industrialkraft. Ich mal gucken. Genau, da brauche ich meine Datei, wo ich mir das alles aufgeschrieben habe. Außerdem, apropos Herz, Herz geht so hier. Moment, was? So funktioniert Herz. Das ist ein richtiges Herz in Twitch. Nur das Herz ist erlaubt. Das habe ich Cat die letzten Tage schon gesagt. Cat war sehr oft da hier, die letzten Tage. So, jetzt muss ich dringend zu Minecraft gehen. Ach ja, in meine Minecraft-Datei meine ich. Wo ist die? Da nicht. Die ist hier. Minecraft. Was findest du denn Schönes? Das Nune, das ist auch zuckersüß. Und Tienchen, was ist das für ein interessantes Männchen? Sieht auch nicht so schlecht aus. Aber nichts, aber auch gar nichts geht über mein Lebkuchenherz. Ich finde, das kann man auf dem Handy sogar pixeltechnisch noch ein bisschen klarer erkennen als auf meinem Browser bei einem 720p Monitor. Ja.
So, was wollte ich jetzt? Genau. Ich hatte mir an der Datei Stargate-Adressen aufgeschrieben, was man alles braucht. Man braucht eine Maske, ein O2-Tank, beziehungsweise zwei Stück, eine Sauerstoffrüstung, ein Fallschirm und ein Frequenzmodul. Letzteres, Fallschirm und Frequenzmodul, habe ich noch nicht gebaut. Das kommt als nächstes dran. Und wenn ich einen Fallschirm, wofür auch immer ich den brauche, und ein Frequenzmodul gebastelt habe, muss ich noch ein Gerät bauen, was Sauerstoff produziert und in den Tank hineinmacht. Und wenn man dann diese 2, 3, 4, 5, 6 Dinge dann hat, dann ist man bereit für Universum. Dann kann ich endlich im Marsen auch draußen spazieren gehen. So. Ah, sieht cool aus. Und ich bin unfassbar müde. Auch diesen Tag hatte ich nicht sehr viel Schlaf. Ja, hier, das habe ich ja ausgemacht. Wobei, ich guck mal noch eine Minute in das Video rein. Mit dem Schießeln, das fand ich sehr spannend. Dann machen wir auch so, dass wir den ganzen Block direkt schmalzieren hier. Und den Block zerlegen, zu helfen, den Löcke rausklauen und die anderen zu jetzt habe ich die Sache, dass in der Tage recht schnell fort war. Also die eine Block, der gebaut hat, ist groß an. Und dafür gibt es einen solchen Chisel-Bitbag. Könnt ihr euch herstellen mit Wolle und einem Chisel in der Mitte. Und ja, einfach wegziehen machen und dann kommt die Chisel rein, kriegt ihr ein Schiff, das dann die Lücke vergrößert. Und dann habt ihr eure Chisel mit dem Bag. Und falls ihr in der Tat und sowas abbaut, dann landen die Pixel auch automatisch auf Marke fertig. Das ist reichweit, dann könnt ihr das alles reinziehen. Ja, das ist alles kommt von der. Nee, man kriegt eigentlich aber in der Tat, dann kommt man dann drauf. So, jetzt kann man so Blocks nehmen, die sind gesammelt. Aber, wenn es nicht lange dauert, kann man auch schneller, indem man beispielsweise eine größere Form nimmt. Man kann nicht nur einen Pixel abbauen, sondern man kann die Größe ändern mit dem Abbau. Das kann man machen, indem man jetzt die Altlasten drückt, dann öffnet sich ein Menü, beziehungsweise das kann man im Config auch nochmal einstellen, weil es nicht funktioniert, ob die Menü gefasst wird. Ja, das ist schon, also die Möglichkeiten mit diesen Bitmods sind eigentlich riesig, ne? Das stört einfach nicht, das kann man unfassbar viel machen. Kann man unfassbar viel machen. Eine Line ziehen, man sieht auch schon hier, die Markierung beträgt seine ganze Linie. Wenn ich jetzt die abbaue, kann ich das viel schneller den Block abbauen. Oder aber ich nehme einfach zu, seine Play. Und damit habe ich jetzt beispielsweise eine ganze Linie, die ich abbaue. Und so kann ich zum Beispiel einen Block in 0,6 abbauen und einsammeln. So, ich würde ein Chisel-Bit-Bag rein und dann sehen wir gerade hier, die Stacken sind bis zu 4000 hoch. Also 4000 ein Stack von Chisel-Bit und das heißt, die kannst du jetzt mal einsammeln. Doch, diese hat jetzt 22 Blocks, von 16 eingelegt. Und das müssen wir dann 4,900, 4,600, 4,600. Und dann hätte ich noch mit 90, das heißt, wo der eine richtig ist. Ja, so ist ja auch wurscht. So, und diese kann man jetzt nach Belieben auch wieder setzen. Nehmt einfach die Hand und dann versteht man die. Man kann natürlich einstellen, welche Form man übersetzt, indem man immer wieder das auswählt, das entsprechende, und dann ist es oder in eurem Menü-Key. Und dann könnt ihr auswählen, welche Form ihr das dazu braucht. Das ist natürlich auch der Hey, der hat noch ein Dings mehr als wir. Also ziehst du auf dem Mars? Naja, selbstverständlich. So, jetzt machen wir wieder Desktop-Audio an. Wenn ich auf Alt drücke, ach nee, da brauche ich ein Bit, bei der Meisel. Wenn ich auf Alt drücke, da kommen hier zwei Pfeile, siehst du es noch, ne? Und der an dem Video hat aber noch einen dritten Pfeil drüber gehabt, der nach unten zeigt. Bei seinen Schüssel und Bitmod. Der fehlt bei uns, warum? Und nee, erstmal will ich auf dem Mars eine eigene Base und ein eigenes Stargate. Und was ist der einzige Grund, warum man überhaupt auf dem Mars reisen sollte? So, ups, sowohl im Spiel als auch in echt. Man setzt sich auf dem Mars auf einen Klappstuhl und guckt sich die Erde an. Das ist der einzige Grund. Der hat eine neuere Version. Frechheit. Warum leben wir in der Steinzeit? Ach, weil wir Steine meißeln, haha. Ist schon okay so. Bin total zufrieden. Das Einzige, was ich halt noch gerne gehabt hätte in Minecraft, wären die Ringtransporter aus Stargate. Also die fehlen ja mal unendlich. Ach ja. So. So, genau. Als nächstes brauche ich Fallschirm.
Ach, hier gibt's auch viele. Mir hat einer gereicht. Braune Falsche, rote Falsche, lila Falsche. Ja, meine schönste Farbe, Magenta. Hallo, ihr raucht euch mal normalen. Und Magentafarbe. Einen Fallschirm. Das ist auch schön. Spinnenfaden. Segeltuch. Ihr leck mich am Arsch. Dafür brauchst du noch mehr Spinnenfaden. Und Holz. Na, was schreibst du denn Schönes? Ressourcen. Weil mit der neueren Version kann Stargate gibt. What? Wie, was, wo? Mit welcher Version gibt's warum keine Stargates? Das geht gar nicht. Stargates sind mein Lebensinhalt. Bei welcher Version von was? Auf jeden Fall Segeltuch, ne? Genau, wir brauchen also Unmengen hiervon. Und dann Stöcke habe ich schon ewig nicht mehr gebaut. Ich weiß gar nicht, wie man Stöcke baut. Habe ich noch welche? Nee, verdammt. Seht ihr schon wieder Nacht in Minecraft? So nervig. Nur Version schießt einen Pfeil nach unten, aber kein Stargate. Warum? Das ist ja Horror. Brauchst keine Spinnen. Brauche ich nicht. Wofür kriege ich sonst Wolle? Ich glaube, hier und hier war ein Stock, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich brauche ein Segeltuch, aber Dreier. Da brauche ich noch Stöcke. So. Ach ja, wie kompliziert. Ne? Warum setzt denn der mir nicht ein jetzt? Wenn man mir das Block reingesetzt. Ja, wieder mal pennen. Ich wünsche, ich könnte mir auf die Couch legen. Das wäre sehr praktisch. Alf. Es gibt übrigens zwei coole Lieder von Alf, die mir immer wieder in den Kopf springen. Ich glaube, im Film hat er irgendwas von Katzen gesungen. Und dann hat er noch, wer ist der Typ? Bob Seger nachgemacht. Von Oldtimer Rock'n'Roll gesungen. Ach, Alf und Musik, ja, das ist schon was Feines. So, was wollte ich jetzt? Ach übrigens, irgendein böser Mensch hat mir Fisch in den Schrank gepackt. Das geht ja mal gar nicht. So, musste ich auch wieder beseitigen. Müsste ich erstmal genau. Mal wieder mich um Stahl kümmern. Brauchen wir den für Galaxy Kraft? Brauchen wir sehr viel Stahl aus dem Server. Mann, Baumwolle, Mann. Da, oder Meta-Gedöns. Wo kriege ich denn jetzt schon wieder Baumwolle her? Na, du meinst, auf Baumwolle kann man Abfahrten machen. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Auch eine UU-Männermaschine zum Klonen, die habe ich. Das macht nichts. Nachts, wenn wir manchmal Spinnen im Weg sind, töte ich die automatisch. Und dadurch hat sich schon ein bisschen hier an Seilfaden ergeben.
Damit man auf dem Planeten mit dem Fallschirm landet, braucht da der Planet nicht Atmosphäre? Luftmoleküle? So, wie war denn das jetzt noch? Ach ja, genau. Dreimal Segeltuch, dreimal Faden. Moment, bin hier Leuchtenabstand drin? Ja. Das ist nicht schön. Siege, das sieht aus wie so eine Pergamentrolle. So, und jetzt muss man dem Fallschirm noch eine ordentliche Farbe geben, damit er nach was aussieht. Was? Fisch in den Schrank? Ja, wer macht denn sowas? Keine Ahnung, es gibt auch komische Menschen. Die packen mir hier Bücher in Kisten vor mein Haus, wo ganz komische Sachen drin stehen, die ich bis heute nicht verstanden habe. Zum Beispiel soll ich irgendwie Geld für Rasenmähen bezahlen. Und ich weiß nicht mal, wo ich das Geld hingeben muss. Ja, Dinge gibt's, glaubt eigentlich kein Mensch. Ja, ja. Ups, das war's nicht. So. So, was wollte ich jetzt? Farbe. Zutaten essen. So, ein Magenta-Puppel. So, ah, hier ist drin. So, Magenta-Puppel, was wollte ich jetzt? Genau, dann muss ich hier hin. So, jetzt habe ich einen Fallschirm und schön. Noch ein Stück hören. Hinten die Felder. Da ist Baumwolle. Echt kranker Scheiß. Das sind Baumwollfelder, mein Gott. Ich weiß von nichts. Das ist aber auch schön. So, was brauche ich jetzt noch? Das steht ja mal in der Datei. Frequenzmodul. Frequenzmodul. Ja, das ist Wahnsinn. Man braucht mehrere Streams, um also eine Ausrüstung. Sag mal bitte, die sind ja noch heller. Ach, das ist Eisen. Guck mal, Eisen hebt sich schön ab. Da sieht man eindeutig, dass es hellere Platten sind. Oh nee, da braucht man ja hier, das ist ja richtig, das ist ein normales Minecraft-Zeug. Ein Redstone-Verstärker und Redstone und, och Leute, ist das komplex. Eisen muss ich zerklöppeln und Alu. Hä? Alu sieht dann rot aus. Also wir müssen echt mal über die Farben reden. Das ist ja Horror. Vor allem, da ich fast kein Alu mehr hab. Oh, Klippen macht Spaß. Ah, hier muss ich. Klöppelmaschine. Oder Klöppel. Die funktioniert mit Kohle. Sehr futuristisch, ne? Es dauert jetzt ein Jahrtausend, bis der klöppelt. Alu habe ich, auch nicht mehr so viele. Mache ich mal nicht ganz so viel. Klöpfe ich mal noch hier am Fallschirm. Und dann habe ich fast alle fünf Dinger. Hier meine Gasmaske, Sauerstoffmaske, Sauerstoffausrüstung, Sauerstofftanks und magentafarbener Fallschirm. Das ist sehr wichtig, dass der magentafarben ist, sonst darf man nicht auf dem Mars reisen. Und hier habe ich meine Wafermaschine.
brauche ich mal sehr selten eine Silikon. Aber solange ich noch Wafer habe, brauche ich auch schon mal nichts herzustellen. Ich komme halt Kohle drin. Steht auf meinen schlauen Händen. Verbindung zum Chat wiederhergestellt. Oh, mein Chat war unterbrochen, Leute. Muss mal gucken, ob der noch funktioniert. Sagt mir mal auch, ob ihr das lesen könnt. Was eine Waffelmaschine? Waffe habe ich ja Klöppel gesagt. Die klöppelt da drauf. Das hier ist eine Wafermaschine. Ein Wafer, die stellt Wafer her. Das sind so Platinen, hier wo man halt Chips drauf pappt. Das sind so Silikon-Wafer. Ne, nicht Silikon, Silizium-Wafer. Das ist so eine Glasplatte, da werden dann die ganzen Transistoren reingeätzt. Und dann hast du dann einen Mikrochip. So, wenn der mal fertig ist mit Klöppeln. Ist der Kompressor. Hat mal einen schönen coolen Hammer. Kann man sich angucken, ist hübsch. Da verbrüche ich gerade mein Eisen. Dann muss ich noch Alu verbrüchen. Stahl und Zinn habe ich ja schon verbrüchet. Ich brauche halt ständig diese verbrüchten Platten in Galaxy Craft. Und da kann man auch hören, wie ich wie mittelalterlicher Schmied eine Weltraumausrüstung verbrüche. Moment, muss noch mal gucken. Ob mein Testanker. Mein Test kam noch nicht an. Jetzt mein Test an. Ah, da ist es. Gut. Eine Wafermaschine. Silizium Wafer. So. Dauert halt ewig, weil du kannst ja keine Beschleuniger reinpacken. Muss halt ganz auch durchlaufen lassen. Aber interessant, das ist als Treibstoff Kohle. Ich finde es sowieso interessant, dass ich wie ein mittelalterlicher Schmied hier was kloppen muss, um ins Weltall zu fliegen. Und diese ganzen Geräte hier mit Kohle betreibe. Allein dieser Kohlegenerator hier. Generiert nicht. Höhentemperatur 0%. Der Generator generiert nicht, wie kann man sagen. Hier kommt noch irgendeine andere Maschine, die, wenn ich mal eine finde, die noch Strom braucht. Aber aktuell bin ich mit meinem bisherigen Galaxy, das ist mein komplettes Galaxy-Aufbau hier. Das Einzige, was halt fehlt, ist noch eine Rakete. Ja, einen Wafer habe ich noch. Einen Wafer brauche ich, ne? So. Das Frequenzmodul brauche ich einen Wafer. Dann zweimal das rote Retze. Das rote Retze brauche ich auch noch für... Moment. Für das Ding hier. Ach, schon wieder Stöcke. Ach, leck mit Stöcke. Interessant, dass man Spinnenfäden und Stöcke braucht, um ins Weltall zu reißen. Das beruhigt mich alles ohne Ende. Testcheck. Ja, funktioniert. Manchmal löst sich mein LAN-Kabel. Da ist der Clip weg und da habe ich keinen Empfang. So. So. So, sehr komplex. Ein Redstone-Verstärker. Ich baue futuristischerweise einen Verstärker ins Frequenzmodul. Was sind das für Blöcke? Normale Steinblöcke. Oh, wo finde ich denn solche?
Da muss man, glaube ich, brennen, ne? Mit? Ja, Lampe. Flaschenlampe. Genau, wenn man Bruchstein brennt, ne? Hat man Stein. Ach, hier habe ich noch gut. Ah. Ups. Das ist auch ein schönes Smiley, das bewegt sich bei mir auf dem Handy. Isst es oder lacht es? Auf jeden Fall bewegt sich hektisch von oben nach unten. Oder rennt es vielleicht? Ja, bewegende Smiley sind schon was Cooles. In 10 und 20 Jahren, das garantiere ich euch, kann sich kein Mensch, der, sagen wir mal, auf einem technischen Gerät unterwegs ist, noch vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, in der sich Smileys nicht bewegt haben. Wenn ich aktuell an die Sticker von Telegram denke, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr Sticker von Telegram? Was die alles für Bewegungen drauf haben, das ist ja Irrsinn. Und dann wird die Jugend, die 2040 geboren wird, sagen, wie jetzt? Emojis bewegen sich nicht? Was soll das sein? Ach ja. Ja. Redstone, Wafer, Redstone, Eisen, Verstärker, Eisen. Und noch mehr hübsche Smileys. Ja, genau. Die sind echt hübsch. Wo hast du die alle her? Wo hast du die geklaut? Von welchem YouTuber? Oder ist das irgend so ein Twitch-Spezial? Das ist süß, das Zweite, was sich bewegt. Ja, und dann in 20 Jahren wie jetzt. Smileys, Emojis bewegen sich nicht. Hä? Dann wird, in Zukunft wird sogar ein Mensch hinter den sich bewegenden Smileys sein. Der hat dann so eine 3D-Brille auf und der macht, bewegt sich dann und dann bewegt sich woanders im Chat dadurch ein Smiley. So wird das kommen. Ich sag's euch. In 20 Jahren ist das genauso. Mit den Möglichkeiten untertreibe ich meistens dann noch. Blödsinn waren Menschen ja noch nie verlegen. Wenn ich schöne, coole, futuristische Dinge vorstellt, die allen dienen, das hat man meistens nicht dann in 20 Jahren. Aber wenn man sich scheiße ausdenkt, dann untertreibt man meistens noch. So, also, das Rezept war so ungefähr, ne? Ditte und Ditte. So war das Rezept. Und jetzt kommen hier die Platten rein. So, haben wir hier geklöppelten Platten. So. So. Jetzt klöppeln wir noch Alu. Für die Antenne. Wäre der Kupfer nicht besser? Naja. Im Grunde genommen besteht das Frequenzmodul aus einem Redstone-Verstärker, einem Chip, Basis-Wafer in dem Fall, und einer Alu-Antenne. Ich aus irgendeinem Grund zu einer Platte kloppen muss. Ach ja, wie die Leute denken, die sich sowas ausdenken. Ups. So, das müsste Sinn, ne? Hübsch. So. Mal ein bisschen unterscheiden hier. Machen wir Sinn mal weiter weg. Dann nehmen wir hier Eisen, Stahl, Alu, Zinn, so nebeneinander. Eisen, Stahl, Alu, Zinn. Das ist jetzt alles für Galaxy-Zirätze.
Ab dieser Stahlbrachen ist doch geil. Galaxy Stahlbrachen, aber er tut sein Nötigstes. Dann das rote Irett sind wir hierin. Und dann nehme ich immer die Schmiedemod, oder wie das heißt, Tinkermod. Nehme ich immer die Werkbank, um Galaxy-Zeug zusammenzubasteln, was ich mit Industrialkraftzeug gefüttert habe. Also, es ist Wahnsinn, wie die Mods ineinander greifen. Das finde ich genial. Jetzt schreibt wieder jemand was. Bin mal im Bett, viel Spaß noch, gute Nacht. Wie schon gesagt, geht gar nichts um die Uhrzeit schon. Es ist auch mal in 2-3 Stunden Mittagbrotzeit, Tienchen. Das ist ganz komisch. Gute Nacht, Tienchen. Und Snone, ich will diesen Smiley, diesen Tizauer. Ich will mein Knuddelsnone wieder. Ah, ich will mein Knuddelsnone. Ja, ich vermisst. Ach, das ist ganz geil, dass ich das beschriftet habe, was hier was ist. Eine ganz normale Werkstation. Naja, ganz normal ist die nicht, weil auch hier kann man die Dinge dauerhaft drauf liegen lassen und die sieht man dann noch, wie sie drauf liegen, genauso wie bei den Schrankmod. Wo ich übers letzte Mal verzweifelt bin, weil ich den Schlüssel nicht gefunden hatte. Ja, ist auch mega. Dann hast du einen Schablonentisch, eine Gussformentruhe und einen Werkzeugteilhersteller und eine Werkzeugteiltruhe und eine Werkzeugesse. Draufklicken für Rezepte. Ja, mega. Meine Beschriftungen sind goldig. Ohne die wird schon verzweifeln. Hier an, dann geht das nach da und dann geht es hier nach unten. Und so muss man das bauen. Das ist sehr komplex, das Dinkerzeug. Macht auch Spaß, wenn man es auch schon mal hat, ne? Aber man muss dann lange Zeit wieder nichts bauen, weil man das Dinkerzeug alles reparieren kann. Ich gehe auch gleich pennen, bin seit 5.20 Uhr wach. Heilige Scheiße. Und ich habe extra spät für euch angefangen zu streamen. Nee, Quatsch, ich wollte eigentlich 2 Stunden erst streamen. Aber ich muss vom gestrigen Tag noch ein bisschen aufräumen. Ein bisschen was zurechtdrücken in meinem Bett. Hier hat gestern sehr viel stattgefunden. Und muss ich alles noch ein bisschen richten und verrücken und umändern. Und deswegen habe ich so spät gestreamt. Aber dann auch Snone, dir gute Nacht. Dann bin mal gespannt, ob wir heute noch jemanden finden, der spät ankommt. Vielleicht ein Oliki, vielleicht ein Holy, der sich ewig nicht hat blicken lassen. Die Sau. So, und wenn ich das jetzt alles hier drauf packe, könnt ihr gleich mal gucken, dann sieht man das, wie das drauf liegt. Und das ist das Coole bei Tinker und beim Schrankmod. Jetzt liegt das grafisch alles in klein da drauf. Ja, mega Speedrun-Wert. Frequenzmodul liegt hochkant. Sieht sogar ein Schalter vom Frequenzmodul. Vom Verstärker. So. Ich hab's, Leute. Ich kann ins All reisen, Oho. Nein, kann ich noch nicht. Ich brauch noch, eine Maschine, die Sauerstoff in die Tanks pumpt. Wäre jetzt ganz schön erstickt, wäre ich jetzt ins All. Aber auch das ist ein Screenshot wert, dass ich das habe. Mein erstes Galaxy-Zeich. Das sieht so besser aus hier. Ich bin immer noch stolz auf diesen Alubachen, den ich selber gezeichnet habe. Sieht sehr cool aus. Auch den hier würde ich neu zeichnen, im selben Blau. Es ist etwas schwerer, die Pixel nachzuziehen bei dieser Comic-Grafik. Das war hier ein bisschen leichter bei den Bachen. Ah. Shoot. Wie heißt die Sauerstoffmaschine? Das musste ich selber rausfinden. Das hatte ich mir noch nicht notiert. Bei der deutschen Rechtschreibung hat man Sauerstoff mit 2F, mit 3F. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 0 Uhr. Das ist doch eine gute Zeit zum ins Bett gehen, wenn man 5.20 Uhr aufgestanden ist. Ach, morgen dann wieder 5.20 Uhr aufstehen. Das ist ein Sauerstoffverteiler. Das ist wahrscheinlich, wenn man dann sich oben eine Basis baut. Das ist ein Sauerstoffsammler. Der benötigt Energie. Brauche ich den dafür? Dann hast du einen Sauerstoffkompressor. Dann hast du einen Sauerstoffdekompressor. Hast du einen Sauerstoffversiegler. Ein Sauerstoffdetektor,
ein Sauerstoffspeichermodul. Ja, und was gehört nun wie zusammen, um Sauerstoff herzustellen? Scheiße, ich bin so angearscht. Da muss ich mal in YouTube mir ein weiteres Video angucken. Wie ich Sauerstoff herstelle. Das ist so geil, dass ja dieser Block an Bruchstein drauf liegt. Mega. Was stellt man denn aus denen her? Da war so eine Grundform. Macht man ja so porösen Stein. Wo man dann reingießen kann und, ach ja, Tinker ist geil. Tinker ist ein geiler Mod. Aber auch rein grafisch ist der Bombe. So. Guck ich mal in meinen Schrank, ob hier noch alles hübsch ist. Hier sind ja meine Schrankschlüssel. Und ich glaube, die lagen ja auch nur drin, weil ich es schon damals versucht habe, vor vielen, vielen Monaten hier da mal drin zu legen. Hab's dann versemmelt. So, kommt in die Harry Potter Welt. Abracadabra. Ist mega gemacht. In den Bücherregalen vor allen Dingen. So. Jetzt haben wir's. Ja, meine Beschriftungen sind sehr, sehr wichtig. Der Schlüssel für die Schrankschubladen sind im Schrank unter PC. Das ist sehr wichtig. Schilder lesen, ganz wichtig. Jetzt wird das schon wieder dunkel in Minecraft, das kann doch nicht. Oder? Nee. Doch. Krank. So. Dann gucke ich jetzt. Alf. Nein. Ich. Gehe jetzt ins Internet und suche mir ein schönes Video. Derweil so. Galaxiekraft Sauerstoff herstellen. Oh, Sauerstofffarm für Galaxiekraft Minecraft Mod. Und das sieht auch deutsch aus. Dann gibt's noch einen Sauerstofftrick für Galaxy Minecraft Mod. Dann mache ich nochmal jetzt den Ton aus, den Desktop Audio. So. Und dann höre ich mir jetzt das Video an. Hätte mir Cedric sagen können, welche eine Maschine ich brauche, um die Tanks zu füllen. Oder vielleicht mehrere Maschinen. So, liebe Leute, jetzt sind wir auf dem Mond und da gab es mal den einen oder anderen Zuschauer, der Martin sollte doch mal seine Sauerstoffbahn zeigen, wie so ein Gebäude ist und nicht eigentlich die Meganitenpflanzen sind, sondern eigentlich die Galaktikkraft selbst. Und ja, genau, das machen wir für die Frage, wie geht das überhaupt in Berlin? Und da haben wir natürlich ein bisschen umgeschaut und ja, dieses Tutorial erklärt es halt immer so auf, wenn die Veranweisung gemacht wird. Ja, nur vor allem, also erstmal ist die Frage, wie geht das eigentlich, ja? Und ich habe natürlich hier, weil es erklärt wird, ist zunächst mal eine Energiezelle hergestellt, eine Quelle Energiezelle. Da müsst ihr natürlich gucken, ob man eventuell ein Vertrag hat, dass man das Kraftwerk Energie holt. Ja, ihr seht hier, das ist hier so Kornpflaster. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele Leute ohne Grafikmods, Patches, Minecraft spielen, wirklich sich diesen 8-Bit-Trotz antun. Das ist ja übel, das macht echt Spaß. Das kann man einen Tag aus Spaß machen, ja, aber dauerhaft langfristig ist echt nicht schön. Dann lieber Minecraft 4K-Mod.
Oder 8K-Mod. Ach, groß. So. Aber letztendlich ist es so, wenn man das bauen würde mit Bäumen und Blatt wäre von Bäumen, dann würden die dann auch wirklich hin und weg. Und bei den Bienen ist es wohl so, dass wir erhalten, das hat man auch gefahren einmal hin und dann leben und arbeiten. Und zunächst mal nochmal hier also die zwei Teile, die eine unten lassen, eine oben nach oben lassen. Das ist eigentlich ein lautes Problem. Das kann man auch anders machen. Da habe ich ja in dem einen Figur schon mal gesagt, ein Bubble, das können wir auch nochmal übermachen. Aber letztendlich unten, das ist die einzige lautere Produktion. Und nachdem der Rauschstoff produziert wurde, wird das Gas, Sauerstoff, also diese Leitung hier, das ist eine ganz normale Oxygen-Pipe, wird das hier durchgepumpt quasi und landet dann entweder hier unten oder hier oben. Ja, hier unten schauen wir mal einfach an, was mit dem Sauerstoff passiert, dann klickt er mal auf, dann stellt ihr fest, das ist so ein Oxygen-Kompressor. Dieser Oxygen-Kompressor ja, macht genau das, der nimmt aus dem Luft, presst die zusammen, kommt wie eine Sauerstoffflasche. Wenn man die Leere da reintut, in den Kanister zum Beispiel, packen wir den mal hier rein, dann müsste der jetzt eigentlich nee, das ist ein Fenster, wo man die Kante reinpumpt. Oxygen, der ist leer. Nee, der ist voll. Der ist leer. Tun wir den mal da rein. So. Jetzt sollte der sich langsam füllen. Ihr seht hier. Der fühlt sich auch langsam. Geht mal die Sache voll. Das ist eine Frage der Zeit. Also, ich weiß jetzt schon mal, dass der Sauerstoffkompressor meine Tanks füllt. Man kann kurz einfach mal abwarten zunächst mal. Hier kann man so, Kanister hier, kannst du auch reinpumpen, voller rein. Ja, mal schauen. So. Wird noch einen vollen Oxygen-Tanker reinpacken, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, dass man hier so einen Oxygen-Tank füllt, den man dann eben auch in seinem Astronautenanzug benutzen kann. Und der Kompressor, der braucht Strom und der braucht Sauerstoff. So, das wäre. Jetzt könnte er sich den Sauerstoff von der Erde eigentlich holen, aus der Umgebung. Die muss natürlich mit Strom versorgt werden, ist klar. Und von der Seite her ist das so, dass man halt diese Pipes hier ein bisschen anschließen muss. Man muss halt immer sehen, welche Seite. Energieseite, das ist die Gasseite, aber letztendlich nicht das. Man kann halt diese Fenster raus, diese Tanks rausnehmen, für die Sauerstoffversorgung von den Leuten. So. Hier oben haben wir nochmal etwas, und zwar kann man das Gas auch verflüssigen. Ziehen wir das mal hier raus, und dann kann das Gas verflüssigen, man sieht das Gas aus der Leitung an. Hier ist der Prozess, kann man also starten oder so, ne? Und wenn man dann so einen leeren Kanister da reinkommt, deswegen hat man den Kanister in der Hand, dann ist der quasi instant voll und auch das Ding halt leer. Und dann können wir da ist das leer, ja. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man diesen Inhalt des Tanks jetzt hier rausbekommt, ohne dass es durch die Kanister zu tun. Also im Sinne von, dass man rausleitet und irgendwie weiter transportieren kann. Aber das ist eine andere Geschichte, denn das ist ja nur eine Weiterverwendung von dem Sauerstoff. Und die Weiterverwendung vom Sauerstoff kann natürlich auch ungewaltig geschehen. Hier hinten drin, das zeige ich auch mal von Ihnen. Hier hinten drin, auf diese Einrichtung kommen wir später noch. Hier hinten drin ist mal wieder eine Energiequelle, ist klar. Und dahinter ist sozusagen ein Sealer, ein Oxygen-Sealer. Und der versorgt jetzt quasi den Innenraum, solange der Innenraum eben abgedichtet ist und darum zu ist eben, sorgt er eben dafür, dass. Also Galaxy-Kraft ist sehr, sehr komplex. Naja gut. Das war Industrialkraft auch mal. Hier sind die Sauerstoff im Raum ist. Also die Tür vorne zu ist und die ganzen Blöcke hier rundherum dicht zu sind, dann ist das eine schöne Geschichte. Da kann ich auch grundsätzlich leben, ohne dass ich meinen Sauerstoff anhabe. Wobei er dann immer wieder testet, ob das denn noch alles zu ist. Und wenn das dann checking, also der testet das und wenn dann mitten alles zu ist, dann sagt er, es ist alles abgedichtet, super, ich pack mal den Sauerstoff da rein. Ne? So. Dann hat er hier noch Thermal Control off, das ist noch eine andere Geschichte, da geht es um Temperatur, das ist ja jetzt erstmal nicht das Thema. So, worüber willst du das Sauerstoff her? Das heißt, bevor wir das machen, muss man die Tür an. Die ist auch super interessant. Da kann man darauf zugehen, dann geht die auf, geht mal raus, ist wieder zu. Und das geht also folgendermaßen. Das sind also solche Frames hier, Airlock Frames, wie die schön heißen. Und dieses hier ist ein Airlock Controller. Und ich zeige auch mal ganz kurz hier unten, wie das gebaut ist. Und man kann jetzt sozusagen die Ecken weglassen, aber man kann die Ecken auch füllen mit diesen Airlock-Frames. Wobei, wenn man sie füllt, muss man sie gut anfüllen. Man kann sie nicht unsinnig füllen, aber das funktioniert wohl nicht. So, also auf die Art und Weise baut man das, dann hat man hier, oder da kann man jetzt verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel, wenn der Player in einer Entfernung von 1 Meter ist, 2, 5 oder 10 Metern, also wenn ich jetzt hier 5 Meter eingebe, dann öffnet sich die Tür dann logischerweise. Und wenn ich dann damit weiter wegfliege, dann gucken wir, ob das dann geht. Wenn ich das mal oder das Linie, sonst sieht das Bild meistens nur weg. Und sobald ich dann mich annähere, die Tür wieder auf. Das ist einfach eine kleine Einstellung. Man kann das Ganze hier eben auch mit Reflexionssignal öffnen und schließen. Also könnte man das so machen, oder dann geht es eben auf und zu. Naja, so auf die Art und Weise könnt ihr das halt einstellen. Oder wie gesagt, die nehmen wieder an und so. Das ist eine Frage der Zeit. Ihr könnt das Ganze auch invertieren, dass das genau das Gegenteil von dem passiert, was ihr hier oben eingestellt habt. Und dann könnt ihr auch noch Horizontalmodus einstellen, damit das Ganze wieder alle für oben und unten geht. So,
Aber das ist jetzt nicht das Ding, wir wollen jetzt eigentlich der Hersteller des Autos beschäftigen, der hier unten drin eingesetzt wird. Und das Ganze funktioniert hier unten mit dem Lied und die Sitten dann runtergefallen. Und da zerstört sich natürlich ganz schnell hier auch der Boden. Das ist jetzt noch, wie normalerweise im Spiel halt so ist, ist es eben, dass die Gassammeln ausgehen, dann muss die Pflanze halt neu wachsen. Das ist nicht so toll. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall hier oben einen Oberflächenschutz einbauen. Das habe ich jetzt hier nur gemacht, um euch das zu zeigen. Normalerweise das zubauen. Und in den unteren Etagen ist das auch so, zeigt auch vielleicht auch nie umbauen. Zunächst mal ist es so, dass man dieses Miet, dass die ganz normal pflanzen kann, in der Miete Wasser nach 1 oder 4 Block an der Seite und dann eben als Quadrat. Das reicht aus, um den Sauerstoffkollektor genügend Platz einzubauen, das Sauerstoff zusammenzusuchen. Also ihr müsst mindestens 200 Pflanzen haben, aber das ist natürlich erheblich mehr, weil es eben auch verschiedene Ebenen sind. Also hier oben die erste Ebene, darunter ist noch eine Ebene. Ja? Einfach nur mit dem Wasser, plötzlich in der Mitte mit umgehen, was das in der richtigen Ebene ist. Und hier ist genau das Gleiche. Und das in diesem Fall, statt des Wassers, ein bisschen dort, eben wieder Controller da ist, auf dem kommt gleich noch, und das ist auch wieder eine Energiequelle. Und das könnt ihr also dann nochmal eine Etage tiefer bauen, und noch eine Etage tiefer, sodass ihr insgesamt, wenn wir mal gucken, hier, ob ich hier aufbauen wieder, sodass ihr also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Etagen haben könnt mit, Pflanzen. Und immer ein Abstand hier, sodass man da gar nicht rein kann, um das eben zu vertrampeln. So, und das muss man zumachen, wo man sich die Lostone als erstes mit Licht hat, und zweitens mit der Viecherglasse verbleiben. Also, man selber hat. Also zumachen. Und jetzt zeige ich euch hier unten noch den Kollektor, die Geschichte, wenn ich da rankomme. Ja, kommt dran. Also das Ding hier heißt jetzt Oxygen-Kollektor. Der braucht auch schon. Und der macht eigentlich nichts anderes als ein Umfeld von Abstand. Fünf von dem Block aus, rundherum, in der Richtung, ja, die Pflanzen abzusaugen und dann auch schon rauskommt. Das gibt für Blätter, aber es gibt vor allem auch für Weizen, weil nämlich nicht der Weizen eben der Heidelberg. Die Blätter sind bezahlt verbrauchen. Und es gibt ja also auch neue Pflanzen. Also im Sinne von, könnte ich das nicht machen, wenn der Raum da macht, automatisch, dann ist das egal. Aber wenn ihr natürlich ein Ding gestehen habt und einmal hinstellt, vergesse ich, dann müsst ihr ja schon Miet haben. Naja, und ich sehe 592, ja, was auch immer, pro Sekunde, also Sauerstoff, Milliliter oder wie auch immer, der Hälfte, aber ihr seht, es passiert hier oben auch mal was. Und ja, jetzt will ich das normalerweise zubauen, wie das Ganze Ding. Ja, und das kann natürlich designmäßig oben eine Decke drauf machen, wenn man da einfällt oder so, das ist auch gut. Also normal, wie gesagt, das Ding jetzt zubauen, so, mal gucken hier. Zubauen. Dass man da halt nicht reinläuft, wo, nochmal, ohne dass man da irgendwie Sinn drin hat. Man kann das Ganze natürlich jetzt hier auch über dem Wasser zu machen, das ist ja keine Frage. Geht man es auflassen, muss man das irgendwie hier rumtauchen, zu machen. Ja, also das ist ja nur eine Falle. Da verliert man natürlich ein paar Bitte von den Weizen, aber das ist ja nicht so schön bei der großen Ahnung. Das reicht auf jeden Fall richtig gut aus, um genügend Sauerstoff zu produzieren für den Base. Das ist kein Problem. Ja, das ist meine Mondlandefähre hier, da bin ich ja hier auf dem Mond angekommen, weil ich ja daneben gebaut habe, weil ich laufen wollte. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen geholfen. Wir werden jetzt die Tage auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen hier auf diese Kleinigkeiten hier oben zu sprechen, was man damit machen kann. Also vor allem hier mit diesen Frames hier, mit dem Airlock, Frames und dem Airlock Controller, kann ich noch mehr bauen. Ansonsten würde ich mal sagen, das kann ich überall selber bauen. Also nicht nur auf dem Mond, sondern eben auf dem Mars und auf dem Asteroiden und sonst wo. Oder auch auf einem, ISS-Ding da, wo man dann besser rumfliegen kann. Und dann ist ja keine Frage. Gut. Also wenn ihr das gut gefunden habt, dieses Video, dann solltet ihr das mal liken, weil dann sagt mir das nämlich, dass ihr das gut gefunden habt. Und wenn ihr meine Arbeit nicht so gut findet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren, weil schließlich werdet ihr dann informiert, wenn ich neue herausbringe. Das kostet ja nicht einfach nur anklicken hier unten auf abonnieren und gutes. Und wenn ihr noch was Besonderes wissen wollt, wenn das unklar ist, dann solltet ihr mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeikommen, dann wegen die Twitch.tv, Twitch.tv, also Twitch.tv, das verlinke ich hier sowieso, beziehungsweise ist im Film ja auch noch erwähnt. Wenn ihr vorbeikommt, da ist die Community, wenn ich auch bin, sind die dann eben sauber in der Lage, euch zu helfen. Also nicht nur ich, sondern auch andere, jeder hat so ein Spezialgebiet und da findet sich immer was, wo er dann eben weiterkommt. Ansonsten könnt ihr natürlich vor allem auch, das ist hier unten direkt hier unter dem Video auch erwähnt, einfach mal voten für das Pyramidalis-Projekt, wenn ihr auf der Seite klickt, einfach mal voten, dass ihr das toll findet. Das würde uns sicherlich helfen, denn damit unser System bekannter wird, ist es wichtig, dass die Leute wissen, dass es das gibt und das geht halt speziell über voten. Jo, ansonsten spielt schon Minecraft, ne? Also vor allem nur ist Wald frei oder Wald für Arme und ja. Wir sehen uns in einem der älteren Tutorials, die gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und natürlich auch im neuen oder eben auf dem Kanal. Bis dahin. Also, ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Oder so weiter. Abend und wir sehen uns in einem der älteren Tutorials, die gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und natürlich auch im neuen oder eben auf dem Kanal. Bis dahin. Also, ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Okay, ich brauche einen Sauerstoff-Sammler, der neben Gras steht. Das ist primitiv. Pyramidalist, hieß der Typ gerade. Ist da noch aktuell was?
Nee. Macht nichts mehr Minecraft. Manchmal dreht er auch ein paar so Videos. Also ich finde. Aber viel gemacht. In den letzten 30 Jahren. Sie hört mich auf. Immer Videos gedreht, auch viele, viele Jahre. Mindestens 6. Ja, jetzt muss ich ein bisschen Learning by Doing, ein bisschen selber ausprobieren. Jetzt weiß ich, dass ich einen Sammler und einen Kompressor brauche. Also es gibt sehr viele Geräte in Minecraft. Und aber ich glaube, Kollektor und Kompressor reicht doch. Schade, es braucht zwei Maschinen, aber ist okay. Dann kannst du es noch verkomplizieren und verflüssigen. Bin ja schon froh, wenn ich überhaupt nur mal auf dem Mars eine halbe Minute atmen kann. Und da gucke ich jetzt mal an Minecraft, wie der heißt. Tatsächlich. Sammler. Kompressor? Dekompressor. Siegler.
Protektor, Speichermodul. Es gibt auch Sauerstoffspeicher. Ja. Egal, wir basteln jetzt erstmal einen Sammler. Gut. Sauerstoffsammler. Sammler und Sauerstoff. Kompressor. So. Das ist dann die einfachste Form. Das ist alles noch nicht professionelle Fabrik dann. Aber das ist auch nicht wichtig. Sauerstoffsammler. Ist jetzt wichtig. So, ich tippe mal selber einen Test und gucke mal, wohin das geht. Gut, dass man kein schönes Test ausgeht. Hallo? Moment, das noch mal anders. Hallo? So. Na, lad mal den Chat. Da bitte, danke. Ich hau noch mal einen Test rein. So, wunderbar. Ja, das klappt gut. So. Gott, bin ich müde. Ja, ewig lang werde ich den Stream auch nicht mehr machen. Vielleicht noch bis 1 Uhr. Mal gucken. Ja. Ja. Ach ja. Ja, die beiden Räte schaffen wir wahrscheinlich heute noch zu bauen. Ich streame gar nicht mehr mit so vielen Leuten. 1, 2, 3, 4 streamen bei mir noch. Manche davon richtig lang. Na gut. Wartet mal alles nach unten.
Ah nee, das war's nicht. Sammler. Ja, ich das Rezept sehe, könnte schon noch heute rein. Also, so ein Sauerstoffdings brauchte ich auch für meine Ausrüstung. Sauerstoffkonzentrator, oder? Ja. Sehr kompliziert. Die Vorstellung, das nochmal erstellen zu müssen, kotze ich schon wieder. Ich kotze. Sauerstoffkonzentrator. Wo ist es? Ach, hinten in der Kiste. Ja, das Ding habe ich sogar schon mal gebraucht. Jetzt muss ich das nochmal erstellen. Oh, Horror. Dann gucken wir mal beim Kompressor, ob da sowas nicht... Ah, doch, sie sind der Kompressor braucht auch Konzentrator. Brauchen die vielleicht alle einen Konzentrator? Ich sollte gleich mehrere Konzentratoren erstellen. Ja, gleich mal drei. So, für die Zukunft gleich noch ein Sauerstoffkonzentrator. Brauchen wir etliche Stahl- und Zinkblecher. Hier Stahl- und Zinkblecher haben wir noch. Ah, doch einige. Aber auch dieses komische andere Ding. Hier haben wir ein komisches anderes Ding. Auch aus Zahl. Brauchen wir mehrere komische andere Dinger. Machen wir gleich mal drei davon. Ja. So, was ist das hier an Massen? Erstmal drei komische andere Dinger. Zinn, Zinn, Stahl, Stahl. Nee, eine Stahlplatte, drei Zinn. Aber ganz schön viele wahrscheinlich noch in Zukunft. Wir haben schon wieder eine Massenproduktion hier hin. Dann machen wir mal 10. Gut. Genau, da haben wir schon mal 3 her. Brauchen wir die 3, muss man da unten schon mal packen. So. Zinn. Start. Oh nein, sag nicht mal, brauche ich Leber, nee. Davon brauche ich 3. Da habe ich ordentlich hergestellt. Merke ich gerade. Machen wir auch noch sowas. Oh. Naja, mal. Okay. Das ist Zinn. Ein Dreieck, oben drumherum ist Zinn. Jetzt haben wir 3 davon. Ich merke, dass mir Stahl bald ausgehen wird. Also immer schon die Produktion am Laufen halten.
So. Oh. Oh. Ich habe keinen Stahl mehr. Oh. Dann, oh. Ich dann aber Potenzial ein bisschen stärker drauf meiden. Richtig rin. Ich nachfüllen. Eisen. So. Okay. Schütze. So, was wollte ich jetzt? Mal gucken, dass ich noch ein bisschen Stahlklappe wegkriege. Moment. Gut. Kommen wir hin, Sauerstoffsammler. So ein komisches Gerät, ein Ventilator. Oh, der braucht Weber. Stahl. Ja, leck mich doch im Arsch. Ah, hab ich hier rotes Zeug, würde ich sagen. Hab ich noch einen Weber? Einen einzigen Weber habe ich noch. Da unten der Weber. Ne, in der Mitte kommt der Weber. Und dann das rote Zeichen. Ringsherum zur Abwechslung Stahl. Was war das? Wie steht das? Hey, wo ist alle drin? Sieben. Ach so, ja. Drei habe ich schon gehabt. So. Genau. Unten so ein Ding, damit er da noch so ein Zinn-Ding. So. Wie kannst du das? Hallo. Das ist nicht das Ding. Na ja, gut, das ist das Ding. Aber Alu wird langsam eng. Und zur Abwechslung bei Minecraft Nacht. Wer hätte das gedacht? Hallo, Arne. Und ja, Stahl. Ach, Stahl, Alu ist ja wirklich gefragt. Ah, jetzt habe ich's. Das ist der Sammler. Komm, geschickt. Der sammelt nicht. Ah, cool, wir brauchen noch.
Einmal rolle. Okay. So. Okay. So. Das geht doch. Oh, jetzt aber warm. Er generiert. Er füllt sich. Oh, guck, er sammelt schon Sauerstoff. Oh, er sammelt schon die blöde Sauerstoff. Oh, das ging schnell. Fehlt sich da was? Nee. Oh, es sind so Partikel angesogen. Er sammelt! Yay! Das Ding mache ich mal selber woanders hin. Ja, weil ich hier die Öffnung brauche oder Sauerstoff rauskommt. So. Ja, na komm. So. Und dann, jetzt brauche ich einen Sauerstoffkompressor direkt daneben. Jetzt ist die Frage, braucht der Sauerstoffkompressor auch Strom? Falls ja, weiß ich bald nicht mehr, wie ich Leitung legen soll. Ich könnte Leitung noch hier drüber legen. Und dann ja noch da. Und dann wird es auch wirklich eng mit Strom. Nicht muss ich Leitung mal auf den Weg. Und ich habe noch ein anderes großes Problem. Ich muss langsam mal pissen. Okay, was haben wir hier? Kompressor. Genau den brauchen wir als nächstes. Und da haben wir noch ein anderes Metall. Bronze. Leck mich am Arsch. Ich muss Bronze klöppeln. Ja, und ich muss jetzt aber mal ganz dringend meine Kamera ausmachen und wenn ich pissen gehen. So. Ich muss so dringend pissen, das könnt ihr euch gar nicht in euren Köpfen vorstellen. Oh, Leute. Ich muss so dermaßen pissen. Unglaublich. Ach ja. Was da für Nummer gibt. Da musste ich aber auf einmal trinken. Hör's noch hören. Ach, niemand weiß es. So. Jetzt kann man wieder trinken. Puh. Erklärt man nicht, warum es so plötzlich gab. Oh. Ah. Ich kann jedem nur empfehlen, genügend Wasser am Tag zu trinken. 3 bis 5 Liter sollte jeder Mensch trinken am Tag. Kleinen Scherz, 3 bis 5 Liter. Oh. Oh. Aber das ist also typisch wieder. Ich glaube, ich sollte gleich das andere basteln mit den Kabeln. Obwohl es auch mal ganz witzig ist, die Oberarterschlange laufen zu lassen. Aber dann brauche ich halt viel Platz.
So. Gleich geht's weiter. Oh.
Minecraft halt komische Geräusche. Das klappt. Also, okay. Leute, verbrennt die ganze Kohle. Das ist ein Live-Generator. Ach, hey.
Warum ist dann das Wort klöppeln? Holy! Genau über dich habe ich nachgedacht. Du warst auch Silvester nicht da. Seit Silvester bin ich schon wieder am Stream. Was sagst du dazu? Dass wir fast täglich drüber nachdenkt. Dein Bildschirm eigentlich schon andere einfach. Ja. Und du hast immer noch mein Lieblingssmiley. Der Epic Launcher hat eine Pathfinder Kingmaker zum Julfest geschenkt. Das suchte ich momentan, ne? Das ist doch wundervoll für dich. Ich freue mich. Ich dorche, ey. Kannst du nicht vorstellen, wie müde ich bin. Ich guck mir, wo ich denn gerade Kupfer, Bronze. Die Penny-Verkäuferin? Halt mir Schokospekulatius geschenkt. Die hab ich Dirk mitgegeben und er meint, er gibt sie seiner Tochter. Jetzt will hier keiner essen, oder was? So süß. Spekulatius sind so süß. Nee, also so süß kenne ich gar nicht. Was ist das? Ein bisschen süß ist, wenn man drei Maßregelche in einen verzuckerten Eierpfannkuchen reinwickelt und das dann Nutella dunkt. Das ist süß. Aber zu süß kenne ich nicht. Weil ich mein ganzes Lebensinhalt ist Süßes in diese Öffnung hier rein. Und so. Ah ja, ich hatte alles aus, weil ich war pissen. Und da sieht man mich nackt und mit Penis und das ist nicht so gut und ja. Und da hatte ich die Kamera noch aus, hatte mir Tutorials angeguckt, wie ich in Galaxy Craft was bastle und so weiter. Na ja, ganz schön kompliziert, bald werden wir der Rohstoff aussehen. Ich bin so unfassbar müde.
Heute ist echt ein Tag zum Eierlegen, Holy. Leg Eier! Ja, die Tagesenergie ist nicht so gut. Ach du, ich habe noch was gefunden in meiner Minecraft-Datei von dir. Kannst du mich mal dran erinnern, was das war? Ja, Holy, du hast mir das geschickt, und zwar am 16. August 2020. Diese kryptischen Zeichen, ja. Kannst du mir verraten, warum du sie mir am 16. August 2020 geschickt hast und was sie bedeuten? Ich fand die mega, aber ich weiß nicht mehr, was es aussagt. Aber wie du siehst, ich führe ständig Buch. So gewisse Ereignisse. So weiß ich genau, was du am 16.08.2020 getan hast. Du bist in Beobachtung bei mir. Was ist das, Holy? Was sind das für Dinger? Ah. Sag's mir. Ich wollte dich schon lange fragen. Ach Gottchen. Läuft's? Willst du nicht mehr? Oh, das hatte ich mit Kloppen. Ja. 32 Schrubberplatten. Stahl, 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 Stahl. Wer hätte das gedacht? Aber woher soll ich noch dreimal Aluminium nehmen? Das wird eng. Eine hätte ich noch. Ah, mein letztes Aluminium. Ach, warte, zeig noch mal. Ich kann's eintippen. Komische Runen hast du mir geschickt und ich weiß nicht, was sie bedeuten. Ich will wissen, was es bedeutet hier. Ah, ich krieg das nicht runter. Moment. Ja. Ach, was hat denn der jetzt gemacht? Hat er das geschlossen? Mann. Wie ich da hinkomme, das kann ich natürlich kein zeigen. Moment. Was war's denn? Gleich haben wir's. Steuerung E. Nee, das war's nicht. Windows E. Da komme ich zu meiner Festplatte. Das. So, ich hab's nochmal. Okay, das war's nicht. Warte. Hier, Holy, gucke. Das ist es, whatever it is. Ein X, ein komisches N, ein Pfeil nach oben, ein E, ein Plus, ein M, ein F, ein größer ist, ein H, ein Pfeil nach oben, eine falsche Rumme 1 und ein M. Ich finde das visuell sehr hübsch. Deswegen habe ich es mir aufgehoben, aber ich weiß nicht, was es ist. Can you see it? Ups, jetzt bewege ich dich mal raus. Dann bewege ich dich runter. Schreck raus. Und sag, wenn ich wegmachen kann, weil ich will Minecraft weiter spielen. Jetzt haben wir schon 1 Uhr. Leck mich doch am Zünder, ist das spät. Guts Nächtle heißt das. LOL! Gleich Gutsnächtle.
aufgeklärt am. Schließlich will ich das in 3 Jahren noch wissen. 8.1.2022. Ja, aber was ist es? Also, was soll es darstellen? Aber siehst, bei mir kommt nichts um. Das ist zwar abwechselnd Nacht in Minecraft, das hätte man nie gedacht. Fucking Bitch, du hast es hingedippt. Du hast es wieder hingekriegt. Ich hab das auf meinem Handy. Ich sehe den Chat jetzt nämlich immer über Handy. Das sieht cool aus. Das muss ich mal kurz einblenden. Für mich in der Zukunft. Damit das auch im Stream gespeichert bleibt. Warte. So. Das ist ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wissen wir mit der germanische Runen, um genau zu sein. Die alte Vortag. Nett. Das weiß doch hier jeder. Deutsche Sprache war immer schon die beste. So. Germanische Runen. So geil. Deutsch. Ach ja. Cool. Du schreist mir gutes Nächtle in germanischen Runen. Das kann keiner außer dir. Jetzt weiß ich 1,5 Jahre später, was es ist. Ich frag dich dann in 1,5 Jahren nochmal was dazu, okay? Da führen wir das Thema chronologisch sinnvoll fort. Gutes Nächtle in Runen. Ach ja. So, jetzt bauen wir aber ja mein Dingen weiter, mein Dingeling. Also, wir haben hier als Dach so Alu, Ringsraum Stahl und unten Bronze. Und dann hier diesen Sauerstoffkompressor, Konzentrator. Jetzt habe ich dieses komische Gerät. Und das bauen wir jetzt erstmal hin. Ja, hier kommt dann Sauerstoff raus, in grün. Ja, ich müsste ihn falsch rumstellen. Da hast du doof gemacht. Ja, ich muss ihn falsch rum hinstellen. Dazu muss ich mir gleich hier rausbasteln. So. Perfekt. Irgendwo ein Skelett in der Nähe. So. Wie schon gesagt, das muss ich alles wahrscheinlich noch mal abreißen, neu bauen. Das ist ja nur provisorisch hingemeiert. So, jetzt hat er auch Strom. Der hier holt Luft und füllt den. Und die ist schon voll. War noch ein bisschen Kohle. Hier, Kohlegenerator für Strom. Das sind meine ersten 5 Galaxy-Kraft-Dingers. Es gibt Alt- und Jungfurt-Hark und Anglo-Saxon. Die Runen sind immer dieselben, aber die Übersetzung ist leicht anders. Und die alte Fortmark kommt unserem jetzigen Deutsch am nächsten von der Aussprache, aber nutze ich die immer die. Also du nimmst die alte.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das klingt, wenn man diese Runen ausspricht. So. So, jetzt habe ich schon 5 verschiedene Metallarten, die für Galaxy-Kraft brauchst. Und jetzt kann ich diese beiden Sauerstofftanks erfüllen. Da ist auch Strom drauf, hier ist Sauerstoff drin. Pass auf, jetzt kommt's. Seht ihr was? Ja. Dauert ja ewig. Ah, es geht. Ah, jetzt sieht man's, gucke. Jetzt geht's richtig ab, ja. Ich sammle Erdumgebungsluft, um auf dem Mars dann zu atmen. Hat du Diablo 1 mal selbst gespielt? Nein. Kommt da die Runen vor? Ich habe nie ein Diablo-Spiel gespielt. Hab mal bei Diablo 3 zugeguckt, war nicht so meins. Du weißt ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich leider ein Real Life. Und da gibt's halt hier die und da Probleme und so. Ist der voll? Na, noch nicht ganz. Wie lange die Kohle noch reicht? Ja, auch schon verbraucht. Scheiße. Ja. Voll. Ja. 2,7 habe ich jetzt im Sauerstofftank. Und dann ist meine Sauerstoffausrüstung komplett. Man kann nur hoffen, dass der voll wird, bevor mir die Energie ausgeht. Die speichern ja immer zum Glück ein bisschen. Aber das ist jetzt 2022. Nee, ein bisschen habe ich 2020 mich schon mal reingefuchst. 2021 brauche ich übrigens 0 Mal Minecraft. Ich war das ganze Jahr 2021 nie in Minecraft, außer Silvester, wenn man so will. Und da habe ich mal ein Gerät gebastelt gehabt, oder diese 2 Geräte, ja, die ich mir gebastelt, damit ich einen Wafer schon mal habe. Aber sonst hatte ich gar nichts. Oh yeah, Baby, komm, gib's mir, ja, ah, oh, ah, oh, ja, ja, gib's mir, oh, ja, 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 komm, mach Feuer, Feuer, ja, ah. Oh. Schade, ich habe vorher das lustige Cartoon-Video darüber gefunden. Aber das ist voller Insider, die eigentlich nur lustig sind, wenn man das Spiel kopiert hat, ja. Dann zeig's mir lieber nicht. So, 2 volle Sauerstofftanks mit jeweils 2700 irgendwas drin. So, das ist mein Provisorium. Jetzt habe ich schon, vor 2 Jahren hatte ich 2 Maschinen, jetzt 2 Jahre später habe ich 5 Maschinen. Und die waren alle nötig, um eine komplette Sauerstoffausrüstung zu bauen, um auf dem Mars zu fliegen. Beziehungsweise, ich bin ja Hightech, ich fliege ja da nicht hin, ich gehe durch ein Stargate hindurch. Aber hier ist meine komplette Ausrüstung. Hier die Tanks noch dazu. Das ist es. Das alles hier braucht ich, musste ich basteln. Aber das Eisen wirst du nicht brauchen. Du kannst den Rest auch noch schnell klöppeln. Wenn die Kohle reicht. So. Das Rote. Brauchen wir auch manchmal. So. Das hier ist es. Das hier brauche ich alles. Plom, 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 plom. Plom, plom, plom. Und das ziehe ich an, direkt bevor ich durch Sorge gehe. Weil ich nicht weiß, ob es den Sauerstoff immer verbraucht. Ja, ich muss Kohle herstellen. Mit der UU-Meter-Maschine. Weil alles wird witzigerweise mit Kohle betrieben. Das ist eine sehr primitive Form von Mars, wenn du mich fragst. Ah. Da ist mal richtig fett Kohle. Der UU-Meter-Fabrik aus Industrialkraft. Das ist so geil. Und stopp.
Oh ja, Stahlnotfall. Aber jetzt gehen wir auch mal auf den Mars. Ich kann ja gucken, ob man Sauerstoff verbraucht, wenn ich nicht auf dem Mars bin. Hier ziehe ich die ganze Ausrüstung dann an. Moment mal. Was ist denn das für ein Nanosuit? Das wäre mega. Ah, das teste ich mal aus. Wir haben Anzieher in Minecraft, umso besser. Ich habe ein Sensormodul rückwärts auf dem Kopf. Was habe ich falsch einmal? Und jetzt habe ich die Ausrüstung. Das Scheibchen. Ich muss hier oben rennen. Mir fehlt irgendwas, was man oben noch reinpacken kann, was mir Cedric nicht gesagt hat. Egal, gucken wir mal, ob der Sauerstoff leer wird. So. Jetzt F5. So sehe ich jetzt aus. Jetzt habe ich einen Raumanzug an. Jetzt habe ich so einen Rucksack. Der über dem Jetpack noch hängt. Nicht, dass das Ding das damit immer gemeint ist. Doch, das wäre es. Ne. Da sind jetzt so zwei. Ja, zwei mit grünem Sauerstoff gefüllt hinten dran. Ich habe eine Antenne auf dem Kopf. Eine Glasscheibe vorne. Das. Ja, die sieht man sogar. Guck mal. Man sieht die Glasscheibe, die ich vom Kopf habe, hier so als weißen Rand um mich. Du kennst. Ja, und dann halt noch das, was es festhält. Und irgendwo vielleicht auch noch einen Fallschirm. Na gut. Wird mein Sauerstoff schon leerer? Nee. Gut, wenn er nur verbraucht wird, wenn ich im Vakuum bin, wunderbar! Rudi schreibt viel. Hat du Baldur's Gate gespielt? Pathfinder, was ich gerade zocke, ist so ziemlich genauso. Das ist ein Rollenspiel basiert auf D&D-Regeln. Aber der Clou ist, man wird Baron und muss zusätzlich seine Lande strategisch regieren. Cool. Na, aber nein, ich habe nie Baldur's Gate gespielt. Baldur's Gate? Ja, das sagt mir was. Also gehört habe ich davon. Bestimmt mal eine Zeitschrift von gelesen. Ich weiß nicht, was D&D-Regeln sind. Abkürzungen, weißt du doch. Bin ich genug drin. Oh, Eisen. Ah, Stahl wird eng. Aber mehr brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja die Macht. Ich kann jetzt überall Stargates bauen. Ab auf Mars, Holy. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt frei außerhalb auf dem Mars rumlaufen kann und zu verrecken. Ja, dicke Herr. Sag mal, Holy, bist du zufällig, weil es da geht, Finn? Wählen Sie das Stargate an. Da. Chevron 1 aktiviert. Chevron 2 fixiert. Chevron 3 eingerastet. Chevron 4 fixiert. Chevron 5. Winkel Nummer 8. Puh. Wir leisen zum Mars. Ach, Dungeons und Dragons. Pen und Paper Regeln. Also,
D&D-Regeln gesagt, jetzt sind es ja P&P-Regeln. Sind eigentlich simpler als das schwarze Auge-Regeln, aber ich bin eher mit DSA-Regeln vertraut. Ja, schön, dass du mich gleich im Anschluss gleich nochmal mit weiteren Zeug zuknallst. Wie wir alles sagen. So, jetzt bin ich auf dem Mars. Pass auf, jetzt kommt's. Und du warst dabei. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, du bist der Einzige, der dabei war. Du warst dabei. Wir sind jetzt auf dem Mars. Und da gucken wir mal, ob ich jetzt schon Sauerstoff verliere. Nein, immer noch nicht. Und jetzt gehe ich mal raus auf den Mars. Mars-Oberfläche, kein Sauerstoff. Luftstoff ist S3. Ich bin auf dem Mars. Da hinten ist ein Enderman mit einer Scheibe. Und ich kriege Luft! Wuhuhu! Und da ich ein Jetpack habe, kann ich mich nun frei auf dem Mars bewegen. Wuhuhu! Der Mars gehört mir! Was ist eigentlich der Mars? Der rotes Minecraft? Komm, lieber Enderman. Ja, der Enderman hat eine Rüstung. Ich hab keine Angst vor Enderman, da weißt du eigentlich stark. Ich hab einen Mars-Enderman getötet. Und ich kann Ei durch meine Glasscheibe essen. Da steht, ich hätte ein unzureichendes Wärmeschutzschild. Davon hat mir Cedric wieder mal ja nicht erzählt. Er hat zwar was vom Wärmeschutzschild auf der Venus gelauert. Was ist denn das hier? Ein Stück Mond? Nee, das ist irgendwas Kleines. Irgendwas Gemeißeltes. Das lasse ich mal stehen. Sieht aus wie Mondgestein. Akronyme. Na, noch schlimmer. Was war diese Alu-Leitung? Weißt du, in der DDR waren Leute noch so dumm, Alu-Leitung zu nehmen. Auf Mars sind sie es jetzt wieder. Weil Alu wird flüssig. Aber da steht, ich hätte unzureichendes Wärmeschild, aber man besitzt gar nicht. Energieklasse. Da ich jetzt aber weiß, wie ich Sauerstoff fülle, kann ich eigentlich jederzeit von Cedric Sauerstoff klauen, das er auf dem Mars hat. Was hat denn der da hinten gebaut? Guckt euch das an. Da wäre ich nie hingekommen ohne meinen Sauerstoffausrüstung. Einen Glaskasten aus klarem Glas hat er gebaut. Erinnert mich an den Film Battlefield Earth. Kann ich jedem nur empfehlen zu gucken. Das ist eine riesige Glaskuppel mit Sauerstoff drin. Schaut den Film Battlefield Earth zwingend. Von 2000. Langsamkeit 3, hä? Ein Sauerstofftank. Oh, das ist aber schnell. Ah ja. Da haben wir noch eine Spinne mit Sauerstofftank. Das ist zu. Das ist ein Warngeräusch. Auf jeden Fall hat er dazu für dieses Warngeräusch einen Heueralarm gebraucht, oder? Da machen die Mars aus Lust. Irgendwas tut mir weh. Aber wie komme ich denn da rein, Cedric? Das muss auch eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Ach ja. Von innen kommt man da noch rein. Aber guck mal, Cedric ist faul. Der hat das alles auf Mars-Dreck gebaut. Ja, die ganze Mars-Anlage, also deswegen sieht das von außen wie Mars aus. Denkst du, das ist Mars hier? Oh nee. Das ist ja Cedric. Also irgendwas tut mir gerade tierisch weh. Ich will auf dem Mars besuchen. Oh, irgendwas tut mir weh. Irgendwas verkraft ich aktuell gar nicht. Ja, wir da rennen. Hat Cedric hier drin keine Heizung, wenn da steht unzureichendes Wärme? Ach man. Warum steht da Langsamkeit 3?
Aua, das tut mir weh. Au. Diona, Gesteinsplanet, Vorsicht vor Strahlung. Carlos, Käseplanet. Was ist ein Zeug, wo Cedric schon überall war? Nibiru. Nibiru ist ja geil. An Ausrüstung wird noch geforscht. Es ist noch nicht sicher. Nibiru ist infektiös. Also man müsste sich glatt mal die Stargate-Adressen aufschreiben. Ist der Mars von Frauen regiert und die halten alle Männer in Höhlen gefangen, um von ihnen das Einzige zu bekommen, was sie selbst nicht erstellen können? Richtig. Sie melken ihren Samen, während sie zwingen, Witze für sie zu schreiben. Richtig, genau das kommt davor. Ja, so ähnlich. John Travolta ist da, es macht einfach nur Spaß, der Film. Das ist der beste Science-Fiction-Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. So, Battlefield Earth von 2000. Diona. Schreibe ich mir mal auf die Koordinate. Diona Planet. Boom 3ZX Stuff. Boom 3ZX Stuff. Chalos. Nun 3Y. WCT6. Und Nibiru. Was ist, also wo der überall hingereist ist, ist doch Wahnsinn. Aber ich muss langsam wieder meinen anwählen, sonst bin ich am Verrecken. Cedric Stargate, ne, meins. RLDL2L03E. 3E. 3E muss ich schon merken. Ja, ich muss mich auch mal aufwärmen. Das wird mir zu heikel langsam. Jetzt wärme ich mir erstmal kurz zu Hause auf. Und dann hole ich mir noch die Koordinaten von Nibiru. Aber ist das nicht schön, dass ich ohne weiteres auf dem Mars rumlaufen kann? Und Sauerstoffspäche. Schon wieder Nacht? Das kannst du gehen erzählen. Es ist nie nicht Nacht in Minecraft. So. Bin ich erstmal aufgewärmt. Viele Eier habe ich nicht mehr. Ich muss ganz schnell noch Eier holen. Eieiei. Hab doch Eier drin, oder? Wo doch auch lang kein Einser sei.
Aber wenigstens kann ich aus Grundmaterie Eier erstellen. Ja, und dann machen wir mal die Windräder schön nachproduzieren. Räder. Habe ich mich ja eh abgegaspert, dass ich die mal ordentlich hatte. Aber da muss ja fast nur Stahl und Kohlenstaub ohne Ende herstellen. Kohle, Kohle, Kohle und dann unsere Arbeit nur noch machen. Das ist, wenn du das gleich in Massenproduktion machst, dann hast du auch genügend Windräder, die auch nur ganz alleine halten. Ja, mein Wasserkraftwerk fehlt ja auch noch. Keine 6 Bärchen. Ja. Immer noch viel. Ich brauche Stahl. Ich glaube, ich könnte da auch mit der Materiemaschine erstellen. Also weiß ich nicht mehr genau. Da ist halt unglaublich wertvoll. Weiß ich, aha, Thermalanzug brauchen wir auch. Das hätte man ja einmal sagen können. Ja. Ja, ein paar Jahre, wunderbar. Da draußen kratzt gerade jemand sein Auto frei. Ich lasse die einfach mal weiter Eier herstellen. Ich gehe nochmal kurz auf den Mars und hole mir die Adresse. Und dann beende ich den Stream. Freuen! Ich finde, 1:45 ist ein guter Moment zum Aufhören mit Minecraft. Auf zum Mars! Thank you.
3Y. Fängt genauso an. Bei mir hämmert gerade wer. Ja, bei mir macht hat jemand das Auto draußen zukommen. Ist das Leben nicht schön? Und 3Y. WCKM. So. Müssen wir auch schon mal nach 4 ein Minus machen. Dann nach 3 ein Minus. Glaube ich, wie ähnlich die sich sind. Die Adressen. Ich bin ja eigentlich erstmal froh und dankbar, auf dem Mars rumlaufen zu können. Wie groß ist der so von der Map her? Ja, hier ist auf Map, das hier. Ja, supi. Oh mein Gott, der ist auf einer anderen Galaxie. Zu anderen Planeten. Unendlich rote Fläche, oder? Die auch 30 Millionen mal 30 Millionen Blöcke in alle Richtungen hat? Das ist ja schön, Sauerstoff auf dem Mars zu haben. Da muss man bestimmt auch irgendwelche Stoffe abbauen. Aber ich wäre so im Arsch. Wenn der kein Stargate wäre, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wäre so im Arsch. Das sind so komische kleine Blöcke. Die sehen schon wieder so gemeißelt aus. Ist der Trick, die hier hingeteilt? Oder wohnen die hier, die kleinen Mini-Blöcke? Hm. Ah, jetzt hat man schon das kalt. Gut, da hinten haben wir schon wieder einen Enderman. Warum sind die eigentlich auch tagsüber? Gibt's Endermänner nicht nur nachts? Ihr könnt euch beamen, euch ganz lieben. Das ist schön an der Enderman Yacht. Was soll hin? Das ist ein Feigling, ne? Ich muss nur weiter zocken, aber ich werde mal die Äuglein nach deinem Ström aufhalten. Generell würde ich das machen, ja, aber heute streame ich nicht weiter, also ich bin gleich weg, aber die nächsten Tage, Wochen, ja. Die hat ein...
Cedric hat das viel zu groß als laut. Ein riesen Ding. Was sind das für Dinger? Eine Art Fackel? Licht? Da ist die schwache Sonne des Mars. Ja, so laut sind auf dem Mars. Machen wir mal Boom 3 ZXP. AF. Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Richtig blöd wäre, wenn mir das nach Quad aussehen würde. Ach, gar nicht so viel gebraucht. Ich weiß jetzt für die Zukunft, aha, Thermoanzug. Mach's schon abwechselnd ab. Ja, ein paar Eier habe ich. So, in 5 Minuten ist Schluss. Wir hatten 3 Zuschauer. Das ist für einen Tag, wo ich so spät anfange, gar nicht so schlecht. Ah ja. Es gibt noch eine effizientere Methode, Eier zu holen. Fällt mir nicht aus Spaß wieder.
Ja, so hat man es früher gemacht. Halt mal ein Replikator. Und mit der Induktionsmaschine sind die auch super schnell gebraten. Sag mal, ist mein Schwein wieder abgehauen? Nee. Das wäre ja ein zweites. Was muss man herstellen? Wie schaffe ich das? Ach, warte, so ist es. Irgendwie das zweite Schwein haben. So, brauche ich mal. Das kann man nachladen. Klebungsluft, weiß ich im Tank. Nett gemacht, ne? Ah, rauer Ort. Da, der Weltall. Der Weltall! Weit endlich unten! Ach, in der Uhr. 42. Ja. Zack, 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 zack. Ja, sehr viel effizienter als mit dem Replikator. Die reiten, kann die schaden. Ja, weil ich dich so lieb hab, komm. Das weiß nicht, wie mir schießt, ich wurde sinnlos geschlagen. Gucken wir leider los. Hi! Danke, dass du jetzt mein Eigentum bist. Vermehrt euch! Fickt! Ich hoffe, ihr gebt auch vegetarische Produkte ab und nicht immer nur veganes. Omnivores! So, jetzt wurde jedes Schwein mehrfach geschlagen. Ich hoffe, ihr überlebt eine Weile. Ja, jetzt fühlt er sich wohl. Ja, bis jetzt war es Natur. Jetzt nicht mehr. Süß. Guckt auch süß. Ja, alles macht bei Minecraft, nur nicht mehr craften und meinen. Dann bedanke ich mich fürs aufmerksame Nicht-Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Leute von heute. Ich hab's 3 Stunden sind's, ne? Was hab ich? Ach, bei mir wird so 56 auf der Uhr angezeigt. Das verstehe ich nicht. Stetig wäre leise, 2 Stunden 56. Müsste aber genau 3 Stunden. 22.45 Uhr bis 1.45 Uhr. Naja, die Mühe.